Man kann es auch so drehen und sagen, es sind Milliarden Euro pro Jahr, die wir damit einsparen könnten, weil wir keine Devisenausgaben haben für eingekauftes Erdgas. Und mit diesen Milliarden Euro zusätzlich in der Volkskasse, Staatskasse und so weiter, könnten andere wichtige staatliche Aufgaben praktisch gedeckt werden. Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute habe ich zu Gast Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel. Er ist Geophysiker, er war Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von 2007 bis 2016. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in die ArchaTech und er hat sich mit geologischen Themen beschäftigt, vor allem war Teilnehmer beim kontinentalen Tiefbohrungsprojekt. Also er weiß, wie es unterm Boden ausschaut. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie einen Like geben oder den Kanal auch abonnieren. Herr Kümpel, es freut mich sehr, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Und ich finde es spannend, dass Sie in dem Bereich Energie, und zwar wir sind hier in einem Energiebereich, der auf die Bodenrohstoffe abzielt, unterwegs. Wie sind Sie zum Thema Energie gekommen? Haben Sie sich da speziell mal bei der Geologie dann damit beschäftigt, mit Energierohstoffen? Naja, die Frage der Energie, wir haben ja eigentlich, sind immer noch im fossilen Zeitalter. Und das heißt, wir nutzen in hohem Maße fossile Rohstoffe, Erdgas, Kohle, Braunkohle auch teilweise noch. Wir sind jetzt dabei umzuschwenken, haben eine Energiewende, aber in der Vergangenheit spielten die Bodenschätze, die auch die Kohlenwasserstoffe im Untergrund natürlich eine sehr große Rolle. Ja, also wir sind tatsächlich, unsere Versorgung ist noch weit über 80% oder was, letztendlich fossile Rohstoffe. Jetzt ein Thema, auf das wir uns ein bisschen fokussieren, ist das Erdgas. Nun, zunächst mal, wie bedeutend ist Erdgas in Deutschland? Wie schätzen Sie das ein? Naja, also wir sind aus der Nutzung der Kernkraft ausgestiegen. Wir wollen möglichst bald aussteigen aus der Nutzung der Kohle, Braunkohle, Steinkohle. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir nur von Windenergie und Photovoltaik oder anderen regenerativen Energien leben können und haben für eine gewisse Zeit von Jahren, einige Jahrzehnte sehr wahrscheinlich, einfach noch die Notwendigkeit, Erdgas zu nutzen. Und das tun wir ja auch. Wie man sieht, der jährliche Bedarf und Verbrauch in Deutschland, der bewegt sich so zwischen 80 und 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Also das ist erstmal unser Eckwert. Wir haben also hier Größenordnung 80 bis 90 Milliarden Kubikmeter. Früher bezogen wir das aus Russland. Ein Grund, warum Erdgas sozusagen günstiger für unser Klima ist, ist der CO2-Anteil beim Verbrennen. So ist es. Der ist niedriger als bei Erdöl und auch deutlich niedriger sogar als der Nutzung oder Verbrennung von Kohle. Insofern macht es schon Sinn, wenn man jetzt an das Klima denkt, auch die Klimaschutzwirkung denkt, von den fossilen Rohstoffen, Kohlenwasserstoffen als Brücke möglichst lange den Stoff zu nehmen, der die geringste Klimawirkung hat, die geringsten CO2-Emissionen hat. Und das ist nun mal Erdgas. Ja, und da haben wir ja sogar noch den Zusatzvorteil, dass im Kraftwerk Erdgas sehr effizient verbrennt und sehr sauber verbrennt. Sehr sauber verbrennt und die Kraftwerke sind relativ flexibel regelbar. Hochfahren und runterfahren, je nach Bedarf, wird umso wichtiger, je mehr wir Photovoltaik haben und Windkraft. Energie nutzen, weil die ja eine Volatilität haben, mit der man umgehen muss. Ja, also das Kraftwerk kann sozusagen der Last gut folgen. Wir haben ja das, früher hatten wir einfach das Problem, dass plötzlich mittags jeder den Elektroherd angeschaltet hat und dann ist man halt mit dem Erdgas reingegangen. Jetzt haben wir das, dass plötzlich mal dass die Sonne aufgeht, dann braucht man weniger. Und wenn die Sonne wieder untergeht, muss man plötzlich innerhalb von einer Stunde oder so ganz viel Energie wieder im Netz haben. Sie sagen es, genau so ist es. Das kann uns das Erdgas am besten bieten. Das kann es uns gut bieten, Beim Braunkohlekraftwerk, wie ist es da? ja. Ach, mit der Regelbarkeit, ich glaube, das ist letztlich nicht der Punkt. Entscheidend ist schon die Klimawirkung oder Ah ja, die okay. Ja. Also die CO2-Emissionen. CO2-Emission, die ist so spürbar niedriger. Die ist deutlich niedriger und da tun wir gut daran, so viel Erdgas wie möglich zu nutzen, solange wir es
noch brauchen, solange wir darauf angewiesen sind. Okay, also das ist sozusagen eine der, wie man so schön sagt, Brückentechnologien, die wir da haben. Ja. So, also wir haben ja einige Erdgaskraftwerke in Deutschland und wenn ich es verstehe, sollte mehr gebaut werden. Ja, so sind, glaube ich, die Pläne auch. Fragen Sie mich jetzt nicht nach der Zahl der Erdgaskraftwerke. Das ist jetzt nicht direkt mein Beritt. Ist klar. Ja, also wie gesagt, wir sind dabei, Erdgaskraftwerke zu bauen, die ja letztendlich dann Erdgas brauchen. So ist es. Das heißt, also wir haben einen Bedarf. Und der andere Bedarf kommt eben von Haushalten, die noch... Die Wärmeversorgung ist zum großen Teil noch mit Erdgas. Mhm. Ne? Also ich glaube, annähernd 50% der Gebäude in Deutschland werden mit Erdgas beheizt, das ist sehr viel. Auch da natürlich die Energiewende, Wärmepumpen und so weiter, Fernwärmenutzung, wie auch immer. Das geht dann aber auch in den Stromverbrauch und dieser Strom muss dann auch grün sein oder regenerativ, wenn es wirklich was fürs Klima ist. Da sind wir auch noch nicht so weit. Insofern, ja, es dauert noch einige Jahrzehnte wahrscheinlich, einige wenige Jahrzehnte, in denen wir auf Erdgas wirklich angewiesen sind. Mhm. Genau, und dann haben wir die Industrie noch, die ja auch in manchen Bereichen Erdgas. Erdgas ist auch ein Grundstoff für die chemische Industrie in hoher Masse. Und da kann man auch nicht so schnell drauf verzichten. Da findet auch ein Umdenken statt. Allerdings ist es nicht so genauso auch wiederum, dass man nicht einfach einen Hebel umlegen kann und ab morgen ist es anders, sondern das braucht einfach einen gewissen Vorlauf. Man bereitet sich darauf vor, man hat da Gedanken. Derzeit ist es so, dass ein ganz erheblicher Teil des Erdgases, was wir importieren, zu einem größten Teil in die chemische Industrie geht. Ja, also wir machen daraus dann die Kunststoffe, die Düngemittel und was wir alles so benötigen. So, jetzt kommen wir aber zu dem, wo kommt das Erdgas her? Also zu den Vorkommen. Wir müssen uns ja auch beschäftigen, wo kriegen wir es her? Im Moment kaufen wir es, wie Sie sagen, im Wesentlichen im Ausland ein. Ja. Wo ungefähr? Also ich habe ja vorhin mal die Zahl genannt, 80 bis 90 Milliarden Kubikmeter. Wir fördern derzeit noch etwa 4 bis 5 Milliarden Kubikmeter. Also das sind also 5%. 5%, so. Richtig. Mhm. Vor noch 20 Jahren hatten wir mal eine Eigenversorgung von fast 20%. Also wir hatten 20 Milliarden Kubikmeter ganz grob selber gefördert. Mhm. Und das waren, wie man so heute sagt, oder klassifiziert, konventionelle Erdgaslagerstätten. Ja. Nämlich Erdgasfallen, geologische Fallen in Sandsteinen und so weiter, wo sich das Erdgas angereichert hat über Jahrmillionen. Und wo es dann in der Erdkruste hängen geblieben ist, da hat man eine Bohrung reingemacht und daraus gefördert. Das ist heute in Deutschland weitgehend ausgeschöpft. Und mit diesen 5 Milliarden, die wir jetzt noch fördern, und es werden jährlich weniger, weil die verbleibenden Lagerstätten auch zunehmend zur Neige gehen, muss man sich umorientieren. Und das haben wir gemacht. Wir haben also Erdgas zunehmend importiert. Klassische Lieferländer waren die Niederlande, Norwegen, Russland, auch etwas Nordafrika. Die Besonderheit ist eigentlich, warum wir dieses Thema jetzt auch wieder haben, dass es von Russland immer mehr geworden ist. Zuletzt sogar 55%, also 50 Milliarden haben wir zuletzt von Russland bezogen. Und mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine hat sich das Blatt jetzt komplett gedreht. Und wir wissen ja auch, dass wir von Russland jetzt über auch die Pipelines, Nord Stream 1 insbesondere, nichts mehr bekommen. Und damit ist eine Riesenlücke entstanden. Und diese Lücke muss jetzt gedeckt werden. Und sie wird ja auch gedeckt durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen, Bau von LNG-Terminals. Und derzeit ist es also so, dass wir einen Großteil des Erdgases neben weiterhin den Lieferländern Norwegen und Niederlande. Die können wir mit Pipeline. Das ist richtig. Das heißt, Norwegen kommt per Pipeline. Das kommt, so viel ich weiß, per Pipeline, richtig. Und Niederlande auch. Mhm. Also das, was aus der Nordsee kommt, kommt per Pipeline. Aber die neue Option ist eben Liquefied Natural Gas, LNG, das mit Tankern angefahren wird und das kommt aus Übersee. Also Übersee, USA ist immer im Gespräch? Übersee, das ist ein Großteil USA, Also aber das heißt, dort wird, wenn wir es jetzt mal ganz verkürzen, Fracking, Erdgas produziert. Ja. Das wird verflüssigt, wird verschifft, wird hier wieder gasförmig gemacht. Regasifiziert. Und dann haben wir es. Also das heißt, da sind dann viele Schritte auch dazwischen, die
auch Strom oder Energie brauchen. Energie brauchen, aber natürlich. Ja. Allein das Verflüssigen, grob geschätzt, kostet 15% der Energie. Das ist richtig viel. Auf dem Transport gehen nochmal 3% verloren. Bei dem Regasifizieren kommen nochmal 2-3%. Also 20% von dem Energieinhalt geht praktisch gleich in den Transport. Ja, und der ist letztendlich erzeugter CO2. Irgendwie landet das nicht CO2. Man kann auch sagen, der Wirkungsgrad von dem Erdgas, was wir hier als LNG angeliefert bekommen, ist um mindestens 20% niedriger als der Wirkungsgrad von, sagen wir mal, heimischem Erdgas. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist gar nicht so bewusst. Also bei Öl ist es vielleicht anders, aber weil man das halt direkt so ab der Quelle in den großen Supertanker laden kann. Aber bei Erdgas ist der Transport schwierig und der Verflüssigungsprozess und so, der braucht einfach sehr viel Energie. Und mit Wasserstoff wird es nicht besser. Gut, Wasserstoff will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Okay, ja, das hat wieder andere Dinge, Rahmenbedingungen. Gehen wir mal jetzt auf dieses Erdgas. Also wir haben jetzt also sozusagen im Moment, was mich ja übrigens überrascht hat, dass man das so doch im Großen und Ganzen abgefangen hat. Dann gibt es noch diese Erdgaslagerstätten bzw. Speicher. Wir reden immer von, jetzt sind die Erdgasspeicher wieder voll. Das hat man früher überhaupt sich nicht drum interessiert. Jetzt kommt das in der Tagesschau, dass die Tanks, ich sage, das sind keine Tanks, das sind geologische Lagerstätten. War da früher schon Erdgas drin? Ja, in vielen Fällen ja. Also es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Speichern, Erdgasspeichern im Untergrund. Das eine sind ausgeförderte Erdgaslagerstätten, tatsächlich Purenspeicher in Sandstein. Das andere, mengenmäßig ist das ungefähr gleich, sind Kavernen, ausgesohlte Kavernen, riesige Kavernen im Salzgebirge. Auch da speichern wir Erdgas zwischen. Warum tun wir das? Weil eben der Verbrauch saisonal sehr stark unterschiedlich ist. Im Sommer brauchen wir weniger als im Winter. Die Lieferung ist aber übers Jahr gesehen relativ gleich. Beziehungsweise im Sommer kann man auch billiger an Gas kommen als im Winter natürlich. Und dann lohnt sich der Betrieb solcher Speicher. Was wir ohne weiteres so hinnehmen und auch gar nicht in Frage gestellt. Übrigens interessante Frage im Zusammenhang mit Carbon Capture Storage. Ja, genau. Das ist ja auch etwas, was jetzt zunehmend in die Diskussion kommt. Bei Carbon Capture Storage sind die Leute besorgt oder verängstigt. Warum? Da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Dass da es irgendwelche Leckagen geben sollte oder so etwas. Beim Erdgas, was wir seit Jahrzehnten machen, wird diese Frage überhaupt nicht gestellt. Also das, das wird selbstverständlich hingenommen und ist voll akzeptiert. Wir freuen uns, dass wir Erdgasspeicher haben, dass sie gefüllt sind, 100% jetzt sogar wieder, dass wir gut in den Winter haben. Also wie gesagt, ganz seltsame Sichtweise auf diese Dinge. Und es kommt im Grunde ja auch noch etwas dazu, dass wir auch gar nicht mehr so im Kopf haben. Früher waren in jeder größeren Stadt gab es Gasometer. Ja, richtig. Diese Gasometer waren oft stadtbildprägend, so groß waren sie. Das stimmt. Die sind nicht mehr da, die brauchen wir nicht mehr. Warum? Weil wir es inzwischen im Untergrund haben. Okay, also wir halten wir fest, dass wir pressen im Moment. Das ist ja auch unter Druck, wird das Erdgas da erhebliche Mengen. Wir haben ein Speichervolumen von 24 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, das ist ungefähr ein Viertel. Also bleiben wir mal bei diesen Zahlen, ne? Wir haben die immer noch im Kopf, aber 24 Milliarden Kubikmeter Speicherpotenzial in Kavernen, ausgesohlte Kavernen und in Purenspeichern. Okay, also das ist erst einmal festzuhalten, wir verpressen das und nehmen es dann auch wieder raus und das funktioniert seit wann gibt es diese Speicher eigentlich schon? Seit vielen Jahrzehnten, 50 Jahre. Also das hat jetzt nichts mit den aktuellen Energiewende-Sachen zu tun. Nein. Man denkt immer, wenn man Speicher hört, da haben sie jetzt endlich mal Speicher gebaut, aber die gibt es eigentlich schon seit Jahren. Ich habe lange einen Speicher im Untergrund von Berlin. Berlin ja auch die besondere politische Situation, bis 1999. Da war ein großer Erdgasspeicher quasi unter dem Olympiastadion. Okay, interessant. Das ist dann natürlich überhaupt kein... Also ich sage ja, diese Sachen, dass es da Speicher gibt, wurden eigentlich erst klar, wie die Speicher plötzlich leer waren. Ja. Die gehörten dann plötzlich auch nicht mehr den Deutschen, sondern sie gehörten Russland irgendwie oder einer russischen Firma. Ja. Das ist ja auch eine sehr spezielle Angelegenheit. Jetzt also, wir haben also diese unterirdische Möglichkeit, das zu speichern. Wie tief muss man sich das vorstellen? Wie tief ist so ein Speicher eigentlich?
Naja, so tief wie die Lagerstätte vorher war natürlich, ja, weiter. Ne? Also bei den Salzkavernen ist es so, das fängt so in einer Tiefe von wenigen hundert Metern, glaube ich, an. Okay. Und die Höhe dieser Salzkavernen oder die Tiefe dieser, ja, Salzkavernen sind auch mehrere hundert Meter. Das sind also riesengroße Zylinder im Prinzip, ja, die im Salz freigesotten wurden. Und die Porenspeicher, nun gut, die Lagerstätten Erdgas, die sind 2000 Meter tief, 1500 Meter, okay, 3000 Meter tief. Das sind so die Lagerstättentiefen von Porenspeichern. Nehmen wir das große Feld, das riesige Feld Groningen in Niederlanden. Da ist die Speicherformation etwa 3 Kilometer tief. Okay, das muss man sich jetzt, glaube ich, im Klaren sein, weil das ist nicht jeden, für jeden, ist, der sich nicht mit Geologie beschäftigt, ist ja der Boden unten ist irgendwie dunkel, vor der Hacke ist es dunkel beim Bergmann. Wie tief diese einzelnen Sachen sind, weil das ist ja alles in Schichten. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie sofort anfängt, dann kommt das Grundwasser und Erdgas und alles in einen großen. Nein, das sind einfach sehr sorgfältig sortierte Sachen. Also das Erdgas ist also erstmal sehr weit, also diese Porenspeicher sind sehr weit unten. 2000 Meter, jedenfalls sogar noch mehr. Ja. So, unser normales Grundwasser, wie tief pumpen wir da, wenn wir das suchen? Ja, also das, was wir so im allgemeinen täglichen Sprachgebrauch als Grundwasser bezeichnen, ist das nutzbare Grundwasser, was am meteorischen Kreislauf teilnimmt. Aber wo immer frisch nach Regen reinkommt, wo reinsickert. Ja, ja, ja. Das geht in eine gewisse Tiefe und dann ist es auch relativ sauber und frisch und man kann es fördern, wenn es nicht kontaminiert wird natürlich. Das geht typischerweise so in Tiefen bis zu 100 Meter, stellenweise auch mal 150, 200 Meter. Das ist aber geologisch recht gut bekannt. Aber ganz grob gesagt, auch die Trinkwasserversorgung, die wir aus dem Grundwasser machen ja an vielen Stellen in Deutschland, die beziehen ihr Trinkwasser aus den Tiefen 20 bis 80, 50, 80, 100 Meter. Also das heißt, das Trinkwasser ist eine ganz andere Schicht, wo also das für uns relevante Trinkwasser entsteht oder ja, durch den Regen entsteht letztendlich, wo man dann auch immer wieder mal hört, die Trinkwasserspeicher sind ein bisschen leer oder voll, je nach Wetterlage. Das ist also alles da ganz oben. Und dann haben wir 2000 Meter tiefer, also wirklich durch Kilometer Fels getrennt, dann diese Geschichte mit dem Erdgas. Das ist also erstmal so, als was man sich in Erinnerung rufen muss. Geologisch ist das Grundwasser, das nutzbare Grundwasser, sehr flach. Jetzt haben wir, Sie haben schon Groningen, das ist ja in den Niederlanden. Jetzt gibt es ja in Deutschland verschiedene Gebiete, in denen sowas erstmal mit dem, also wo man Erdgas findet oder gefunden hat, sage ich jetzt mal. In Süddeutschland erinnere ich mich immer in der Gegend von München, da wo ich herkomme, da gab es auch Lagerstätten. Ja. Das ist Voralpenland. Also, wo man überhaupt motiviert ist zu suchen, sind Sedimentbecken. Okay. Sedimentbecken, muss man sich vorstellen, da ist über Jahrmillionen, haben sich da Sedimente abgelagert. Das war mal grobkörniger, Sande, Kiese, das war auch mal feinkörniger, Tone. Und mit diesen Ablagerungen waren oft organische Materialien verbunden, die sich abgelagert haben. Und diese organischen Materialien, die sind eigentlich die Quelle für die Kohlenwasserstoffe. Bei bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen, der Tiefe wird es ja wärmer und heißer, und über die Zeit wandeln die sich um in Erdöl und Erdgas. Das heißt, in Deutschland muss man eigentlich nur gucken, wo haben wir Sedimentbecken, mächtig genug. Molasse, bayerisches also Vorland. Vorland, was so letztendlich dann, was von den Alpen so hingespült wurde. Aber also die großen Lagerstätten, die sind in Norddeutschland, in der norddeutschen Tiefebene, bis in die Nordsee rein. Die ganze Nordsee, der Untergrund der Nordsee ist ja höffig, ist ein mächtiges, sehr, sehr mächtiges Sedimentbecken und deswegen hat man dort auch viel Erdöl und Erdgas gefunden. Haben wir eigentlich in der Nordsee auch Erdgasförderung oder hatten wir das? Ja, hatten wir auch. Aber wir haben nur dieses kleine Zwickel da. Wir haben nur relativ wenig, aber auch da gibt es Lagerstätten für Erdgas. Die sind aber auch jetzt wesentlich erschöpft, so nach der konventionellen Ausbeute. Ja, auch da ist nicht mehr viel zu holen. Da ist ja viel. Also wir haben also sozusagen, ich habe gestern gelernt vom Professor Schilling aus Karlsruhe, dass der Rheingraben auch als Lagerstätte interessant ist. Da gab es eben unten auch Ölförderung im Rheingraben. Ja, vor allem im nördlichen Rheingraben, Oberrheingraben, Oberrheingraben, genau. Richtig.
Da hat es eine Förderung gegeben, weil diese Rheingraben auch eine Senkungsstruktur ist und in dieser Senke haben sich Sedimente abgelagert. Ah ja, also immer und diese Sedimente wiederum sind immer ein Kandidat für Erdöl oder Erdgas. Also Sie bohren da nicht blind, Sie wissen schon ungefähr, wie sind. Ah ja, also man macht auch ein bisschen Seismik vorher, um zu gucken, wie sind denn die Schichtverläufe, wie sind Störungen und so weiter. Da hat man ja doch ein bisschen Erfahrung. Ja, also in Deutschland hat man die Sachen also gefunden, wo was im Untergrund ist. Es ist ja Deutschland eigentlich eine relativ kleine Landfläche, wenn man das weltweit anguckt. Wo gibt es denn weltweit, gibt es da noch viel Erdgas oder sind wir da so generell, jetzt laufen wir da ans Limit? Nein, es gibt noch viel, sehr viel. Denk mal an den Nahen Osten, Saudi-Arabien, Golfstaaten, Iran, da ist noch sehr viel Erdgas. Mhm. In den USA ist auch noch im Untergrund viel, riesige Sedimentbecken. Östlich der Rockies, dann auch westlich, also im Offshore Kalifornien gibt es sehr viel. Venezuela hat riesen Vorkommen an Erdöl, Erdgas. Mhm. Also weltweit gibt es noch viele, viele Ressourcen oder Reserven, wie man es nennt, für Kohlenwasserstoffe. Mhm. Also wir sind jetzt im Grunde genommen, wenn ich das auch sage, ich sehe auch Klimawandel, habe volles Verständnis für die Diskussion, die wir haben. Wir haben im Untergrund viel mehr, als dass wir uns erlauben dürften zu fördern, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Das Problem, was man uns vor ungefähr 50 Jahren erzählt hat, dass in den Madoffs-Bericht Grenzen des Wachstums oder so, wo man überlegt hat, dass Öl und Gas bald alles sind, also da war ja 2000, gibt es da nichts mehr davon sozusagen, jetzt sind wir in 2023, haben wir es immer noch, eigentlich sogar eine mehr oder weniger konstante oder sogar leicht wachsende Förderung. Also wir haben kein natürliches Limit der Rohstoffe im Boden, dass wir sagen, wir warten jetzt einfach, bis es alle ist und dann ist es sowieso gut oder so. Nein, also diese Grenzen sind auch dynamisch, weil wenn es knapp werden würde, nimmt man wieder Geld in die Hand für Exploration, findet neue Lagerstätten. Oder man darf sich auch nicht vorstellen, wenn man jetzt Erdöl fördert oder Erdgas fördert, dass das zu 100% rauskommt. Es bleiben ja immer noch 30, 40, 50, 60% drin, nur sie sind schwerer zu fördern. Das ist und dann nimmt man auch wiederum Geld in die Hand und bekommt noch wiederum mehr raus. Und allein das sind schon immense Vorkommen. Also genau, damit kommt jetzt dieses Thema Fracking ins Spiel, glaube ich, wo man sagt, wie kann ich jetzt eigentlich aus den Gestein, da kommt sozusagen erstmal natürlich eine ganze Menge Erdgas raus, wenn ich jetzt bei Erdgasförderung bin, und dann versiegt es, aber es ist immer eigentlich noch sehr viel Erdgas drinnen in der Lagerstätte. Wo ist es denn dann da versteckt? Also bleiben wir erstmal bei den konventionellen Lagerstätten, das sind die Sandsteine, hauptsächlich die Sandsteine. Da gibt es eben auch Porenraum, der ziemlich verklebt ist. Das sind die Poren, die Fließwege sind behindert und solche Lagerstätten nennt man Tight-Gas-Lagerstätten. Oder Tight Sands, in den Tight Sands sind die drin. Und um da das Gas herauszuholen, hat man früher auch schon gefreckt. Auch in Deutschland schon. Etliche Mal gefreckt worden in der Vergangenheit. Und das sind auch, fällt immer noch unter konventionelle Lagerstätten und ist auch im strengen Sinne des Gesetzes nicht verboten. Das machen wir noch. Und das können wir im Prinzip machen. Was aber neu ist mit diesen in dieser ganzen Fracking-Dynamik ist, man hat praktisch neue Lagerstätten, Arten gefunden, das sind Tonsteine und, oder Schiefertone. Und das muss man sich vorstellen, ist im Grunde das Muttergestein für das Erdgas, was in diese Sandsteine hineinmigriert ist, über Jahrmillionen von Jahren. Man hat also unten eine Ton, eine Schiefergesteinsschicht und dann hat man drüber eine Tonschicht und dann hat man eine Deckschicht, irgendwie, die das abdichtet. Richtig. Und sozusagen dieses natürlich rübergegaste in der Sandsteinschicht, sage ich jetzt mal, das ist sozusagen, das ist ausgebeutet und das ist der darunterliegende Schiefergestein. Das muss ich jetzt schauen, dass ich da vielleicht auch das Erdgas rausziehe. Das hat noch Erdgas, denn da kommt es her. Da kommt es her. Und das Erdgas, was nach oben gewandert ist, das wäre auch wieder über die Jahrmillionen über die Erdoberfläche raus in die Umwelt gegangen, wenn es nicht eine Deckschicht vorgefunden hätte. Und deswegen sind die konventionellen Lagerstätten dort, wo man so eine Aufwölbung hat beispielsweise, wo man eine Fallenstruktur hat, eine geologische Fallenstruktur. Da hat es sich gesammelt und da geht man rein. Dieses Ausgangsmaterial, diese Tonsteine,
Die brauchen aber nicht als Falle vorliegen, sondern die sind weite, weite, weitflächige, weiträumige Sedimentbecken. Und deswegen ist das, mit, wenn man jetzt eine Möglichkeit gefunden hätte, und man hat sie ja gefunden, das Erdgas aus diesen Tonsteinformationen rauszubekommen, hat man schon wieder ein riesen neues, großes, erschließbares Potenzial. Also man geht sozusagen an die primäre Lagerstätte von dem Erdgas. Also man hat bisher sozusagen das Glück gehabt, dass ein Teil schon so ein bisschen vor, nach oben gekommen ist, nicht ganz nach oben, immer noch 2000 Meter oder irgend sowas. Oder kann man so 1000 sagen. Meter. Aber man kann jetzt sozusagen, man bohrt einfach noch ein bisschen tiefer, auf die drunterliegende Schicht. Ja. Und jetzt muss man es dazu schaffen, dass da dieses Gas freigesetzt wird. Richtig. Wie funktioniert das Fracking dann? Das genau, und das ist eben, sind eigentlich zwei Dinge. Diese Lagerstätten, mögen sie 40, 60 Meter mächtig sein, mehr ist das oft gar nicht. Mhm. Wenn man da eine Vertikalbohrung reinmacht, dann hat man ja praktisch nur 60 Meter ein Stück relativ kurzes Stück, aus dem man das rauszieht. Das lohnt sich nicht. Mhm. Und das hat man auch bald festgestellt. Deswegen war eine wichtige Neuerung, dass man in dieser Lagerstätte horizontal bohrt. Okay, und zwar das über hunderte von Metern, einige Kilometer weit. Das ist erstmal so für den Stand der Technik heute, mehrere Kilometer ist möglich in der Lagerstätte. Und wenn diese Lagerstätte auch ein bisschen rauf oder runter geht, die Bohrung kann dem folgen, bleibt in der Lagerstätte. Das ist jetzt das, was mich immer so überrascht, weil wenn man so ein Loch in die Wand bohrt, dann bohrt man ja immer gerade. Ja. Ja. Und wenn ich mir so diese Bohrgestänge oder auch so mal so einen Bohrturm angucke, dann sehe ich ja riesige Stangen, die da letztendlich nach und nach geschoben werden. Ja. Und dann kann ich aber unten tatsächlich eine Kurve machen und kann dann sozusagen dorthin bohren, wo ich genau hin will. Also ich bohre dann. Also keinen Knick, wie Sie reden, sondern eine Kurve. Also man hat schon einen gewissen Radius und so weiter. Ja, ja. Moderne Bohrverfahren in den USA ist es so, die machen sich gar nicht mehr die Mühe, richtig senkrecht dann und horizontal, die gehen unterhalb einer gewissen Tiefe, gehen die gleich schräg in die Lagerstätte und gehen dann horizontal weiter. Weil Zeit ist da Geld und die Bohrtechnik ist heute so weit, die bohren so schnell, dass sich das sogar auch wieder auszahlt. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass an diesen Grenzgebieten zwischen Kuwait und Irak und Iran, wer da alles so ist, dass die teilweise sich in die anderen Lagerstätten reinbohren. Diese Überlegung gibt es auch zwischen Deutschland und Niederlanden und so weiter. Ach ja. Ich weiß es nicht. Ich habe da aber keine Details. Aber man kann im Detail, kann man sozusagen. Man könnte. Technisch könnte man über die könnte. Grenze bohren. Und wir tun es auch. Ich meine, wir haben eine Förderplattform für Mittelplatte. Mhm. Und da sind einiges an Horizontalbohrungen auch im Untergrund. Also das Erstaunliche ist, dass man muss zum einen natürlich sehr gut den Untergrund verstehen, dass man weiß, wo man bohrt. Ja. Oder während dem Bohren kann man dann nochmal gucken, jetzt sind wir ein bisschen zu hoch oder zu tief? Ja, man kann. Also man hat Sensoren, man hat natürlich vorher eine Seismik, eine recht hochauflösende Seismik und man hat auch mit dem ganzen Bohrgestänge und eine Sensorik. Man überträgt praktisch Messsignale über die Bohrfluidsäule nach oben, wertet die aus. Und die Geschwindigkeit heute beim Bohren, das ist so, dass, mir sagt das ein Kollege neulich, der in diesem Geschäft drin ist, dass in den USA eine Meile, 1,6 Kilometer pro Tag gebohrt wird. Okay, das ist mehr, wie meine Hilti schafft. Also wir haben also hier enorm hohe Geschwindigkeiten. Und wenn ich denke, eine Meile am Tag, ja, also wenn man... Also selbst ein Kilometer, sagen wir mal, ein Kilometer am Tag. Weil zwei Kilometer runter und zwei Kilometer horizontal ist eine Sache von im Grunde einer Woche. Also es ist jetzt kein Vorgang, wo man da, wie, also ich denke jetzt mal hier an Baustellen im Tunnelbereich, da redet man dann immer über ein Jahrzehnt, bis da irgendwas passiert ist. Ja. Das geht richtig schnell. Das geht schnell, wenn man das entsprechende Equipment hat. Das Equipment kostet natürlich und wenn man das da am Bohrplatz eingerichtet hat. Und will man diesen Bohrplatz natürlich auch möglichst schnell bearbeiten, damit das Bohrgerät, das ist das Wertvollste, an anderer Stelle eingesetzt werden kann. Okay, also das heißt, diese Bohrfirma kommt, ist dann, also wenn der Platz mal eingerichtet ist, ist da ein, zwei Wochen am Bohren, bis halt alles so durch ist, wieder abgebaut. Was wird aus dem Loch, wenn ich den Bohrer rausziehe? Da steht ja erstmal eine Flüssigkeit drin. Damit dass die Bohrung erhalten bleibt. Man hat ja Druck von der Seite. Die wird dann verrohrt mit einem Stahlmantel. Also es kommt ein Rohr rein. Es kommt ein Rohr rein, genau.
Der Ringraum hinter dem Rohr wird zementiert. Also es wird abgedichtet zum Schein? Abgedichtet. Mhm. Das macht man auch Stück für Stück. Also man bohrt nicht 3 Kilometer und fängt dann erst mit der Verrohrung an, sondern ja, sukzessive. Immer wenn man eine gewisse Tiefe hat, wird verrohrt, zementiert und so weiter und so fort. Mhm. Und im oberen Bereich, in den oberen 100 Metern, wo man schützenswertes Grundwasser hat, da macht man das sogar konisch, eine Mehrfachverrohrung, zweifach, dreifach, vierfachverrohrung mit jeweils einer Zementabdichtung, um sicher zu gehen, dass da überhaupt keine Leckage stattfindet. Und das hat man gut im Griff. Ja, also wie gesagt, man kann gut verrohren. Ich meine, man hat ja auch, man fördert ja seit, also zumindest in Deutschland seit 50 Jahren und weltweit eigentlich noch länger, aber vielleicht am Anfang nicht ganz so sorgfältig, wie man das heute macht. Jetzt, wenn ich also diese Bohrungen da gemacht habe, jetzt habe ich also hier so ein Feld angebohrt, jetzt ist das Loch drinnen, das Gas kommt aber immer noch nicht daher, also muss ich jetzt noch was machen. Richtig. Ich habe eine Stahlverrohrung, diese Stahlverrohrung muss ich zuerst perforieren. Also das heißt, hat Löcher? Löcher reinbringen, ja. Das macht man mit so kleinen Sprengladungen, da gibt es so Geräte, die nennt man Tools, lauter kleine Sprengkapseln dran, ja, die bringt man da rein, zündet sie und die machen praktisch kleine Löcher in die Stahlverrohrung rein. Also ich habe jetzt das untere Stahlrohr, mache ich mit Löchern, also da oben beim Grundwasser natürlich nicht, das ist alles in Ordnung. Ja. Also in dem unteren Bereich habe ich jetzt ein Rohr, das sozusagen wie ein Sieb ausschaut, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Ja. Und so, das habe ich jetzt. Jetzt habe ich also Kontakt zum Gestein. Ja, und es fließt immer noch nicht. Es fließt immer noch nicht. Weil dieser Tonstein eben sehr dicht ist. Genau. Und jetzt muss ich nochmal dafür mit einem Vorgang, den man Fracken nennt, oder hydraulisch stimulieren, kann man auch sagen. Ja, klingt natürlich vornehmer. Ja, hört sich an, ist aber dasselbe. Das Wort ist ja auch ein bisschen unglücklich. Ja, ja, vielleicht, in Deutschland jedenfalls. Und dann schafft man mit dieser hydraulischen Stimulation, mit diesem Fracking, Fließwege, Wegsamkeiten für das Gas. Das heißt, man erhöht mit erhöhtem Druck, hydraulisch, bricht man diesen Tonstein auf und es bilden sich Risse, feine Risse, oft nur Millimeter, maximal einen Zentimeter weit oder so etwas im Nahbereich, im Fernbereich sind es nur Millimeter weite Risse, die dann vielleicht einige Meter, 10, 20 Meter maximal ins Gebirge hineingehen. Mhm. Und über diese geschaffenen Fließwege findet dann das Gas seinen Weg in die Bohrung. Jetzt muss man sich wenn man eine Sache noch dazu macht, man muss dafür sorgen, dass diese Risse, die man gerade erzeugt hat, nicht gleich wieder sich schließen. Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Das ist ja, das ist deswegen verwendet man Sand oder Keramikkügelchen und so weiter, presst die mit dieser Frackflüssigkeit da rein und die halten die Risse offen. Also Sie haben, wir haben sozusagen in die Risse, die haben mit Sand gefüllt und Sand ist ja nun durchlässig gegen Flüssigkeit und natürlich auch gegen Gas. Ja. Und da sind dann sozusagen Pfade, wo das Gas sich entlang bewegt. So ist es. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, wie lange hebt es? Also wie lange, also dass das Ding dann erstmal da stabil ist, das verstehe ich, aber wie lange kann ich jetzt erwarten, dass mir diese Schicht aus dem Schiefergestein, war das, Erdgas liefert? Ja, das ist auch ein großer Unterschied zu einer konventionellen Erdgasgewinnung aus Sandstein. Wenn man so eine Sandsteinformation hat, in so der geologischen Falle wiederum, dann hat man Jahre, Jahrzehnte gefördert mit relativ konstanter Rate. Das war eine sehr langfristige Angelegenheit. Bei dieser Horizontalbohrung in den Tonschieferformationen ist es so, dass man am Anfang eine sehr, sehr hohe Ergiebigkeit hat. Mhm. Das liegt schon daran, weil man eine ganz lange Filterstrecke hat, eine Strecke, über die das Gas kommen kann. Ja. Eben nicht mehr 50 oder 80 oder 100 Meter, sondern mehrere Kilometer. Mhm. Also viele, viele Eingänge, Zugänge zum Gebirge, da kommt sehr viel Gas rein. Aber es erschöpft sich sehr viel schneller als bei einer konventionellen Lagerstätte. Das heißt, schon nach 1,5, 2 Jahren ist die Förderung vielleicht zurückgegangen auf 50%. Mhm. Deutlicher Rückgang. Und das nimmt dann weiter ab, exponentiell. Mhm. Was macht man? Sich dann Rechnungen anstellen, entweder ich frecke nochmal nach, schaffe neue Wegsamkeiten. In dem gleichen Vorlauf, brauche nicht mehr neu bohren und so weiter. Das kann Sinn machen, weil ich spare ja unter Umständen eine neue Bohrung. Mhm. Dann hat man nochmal eine Förderung über ein paar Jahre. Aber die gesamte Nutzung einer Horizontalbohrung, die gefreckt ist,
ist, sagen wir mal, 5 plus minus 2 Jahre, ganz okay, grob gesagt. Also es ist überschaubar, aber doch ein nützlicher Zeitraum, wenn man denkt, dass hier Energie teilweise im Monatsrhythmus unterschiedlich beurteilt. Ja, ja, aber es ist zum Beispiel nicht so, dass man hat ja oft Sorge, dass es so einen neuen, man nennt das Lock-in-Effekt, ne, dass man viel investiert hat und jetzt auf Jahrzehnte hinaus muss ich das nutzen, damit sich das amortisiert. Dem ist nicht so. Eine Fracking-Bohrung amortisiert sich sehr viel schneller als eine konventionelle Bohrung mit allen Zutaten und so weiter. Das heißt, ich lege mich eigentlich nur fest für nochmal wieder 5 plus minus ein paar Jahre. Ja, aber das ist, also ich meine, diese LNG-Terminals, die sind ja über viele Jahre, also da lege ich mich ja auf 10, 20 Jahre fast fest, wenn ich das so angucke. Es war ja dann auch Katar, hat er, glaube ich, gesagt, sie bauen jetzt wegen 5 Jahre kein Terminal für uns oder sowas in Richtung. Ja, also das heißt, wir haben hier eigentlich Lagerstätten in Deutschland. Wir können, ja, wie viel können wir denn da eigentlich jetzt fördern? Also jetzt sagen wir mal, wir würden jetzt das Fracking freigeben. Politisch muss man das halt machen, oder zumindest dieses neuartige Fracking, das alte ist ja anscheinend nie wirklich verboten gewesen. Wenn man das also machen würde, wie viel Erdgas, jetzt haben wir unsere 90 Milliarden Kubik, nee, was man Kubikmeter, was man ja so jährlich da verbraucht, in welchem Bereich, 5% wieder, oder wo würde man da hinkommen? Ja, das ist die nächste Überlegung. Also es gibt natürlich recht gute Datenquellen auch dafür, um abzuschätzen, wie viel haben wir denn. Zumindest das Potenzial können wir abschätzen. Ja. Man muss trotzdem bei diesen Tonsteinformationen letztendlich immer noch mal reinbohren und gucken, wie viel holt man denn wirklich raus. Und so dieser Gewinnungsfaktor, ist der 5% oder 15% oder 20%, wo liegt der genau? Das ist immer eine Unsicherheit, die in diesen Zahlen noch drin steckt. Das weiß man erst, wenn man drin ist in der Lagerstätte. Aber grobe Abschätzung und durchaus konservativ ist, dass wir in Deutschland ein Potenzial haben von 1.000 Milliarden Kubikmeter. Also wenn ich das so also wir haben gesprochen, 90 brauchen wir pro Jahr. Jetzt muss ich aber gleich sagen, wir schaffen es nicht, auch von der Logistik und so weiter her, unseren gesamten Bedarf, unsere 90 Milliarden in Deutschland zu fördern. Was denkbar ist, dass wir auf eine Jahresförderung kommen von 10, 15, maximal wieder 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Sagen wir 20 Milliarden als Obergrenze, so wie wir es vor 20 Jahren ja auch hatten, also die gleiche Menge. Wenn wir auf dieses Niveau wieder kommen wollen, in Verbindung sowohl konventionelle als auch unkonventionelle Erdgaslagerstätten, dann kommen wir mit diesen 20 Milliarden Kubikmetern und dem Potenzial, was wir haben, nicht 1000 Milliarden Kubikmeter, viele Jahrzehnte weit. Ja, das heißt also jetzt, wenn man aber zum Beispiel diese LNG-Lieferungen, die da geplant sind und die ja zum Teil ja schon stattfinden, also die auf zumindest an deutschen Terminals gelöscht werden, wenn man das so sagt, bei Schiffen, die sind in der Dimension. Das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt 100% auf LNG-Lieferungen komplett umstellen. Wir haben jetzt hier nein, nein, wir brauchen sie weiterhin. Wir brauchen weiterhin LNG, ist gar keine Frage. Wir können nur 20%, aber es maximal ist ein Viertel unseres Bedarfs decken. Wobei perspektivisch unser Bedarf ja auch zurückgeht. Genau. Ab 2030, 2040 und so weiter, wir wollen ja auf Netto Null. Ja, ja, das wird dann der sehr nächste sehr, sehr ambitioniert, aber wenn wir 2045 Netto Null haben, geht das Jahr für Jahr runter. Ja, ja. Dennoch, wir schaffen es nicht, unseren derzeitigen Bedarf und absehbaren Bedarf allein aus eigenen Quellen zu decken. Wir können nur einen Beitrag leisten, aber einen maßgeblichen Beitrag. Ja, also jetzt ein gewisser Vorteil von diesem Beitrag ist ja, wenn wir, sagen wir mal jetzt, Erdgas in USA kaufen, dann müssen wir das bezahlen. Also richtig. Das zahlen wir den Amerikanern, ich weiß nicht, wie viele Milliarden da so fließen, aber erhebliche Mengen. Ja. Und wenn ich das im Boden hier habe, unser Boden schickt uns keine Rechnung, würde man jetzt bei den Solarleuten sagen. Wir müssen natürlich das Gestänge da montieren und so weiter. Das ist aber vielleicht gar nicht so wahnsinnig teuer. Das heißt, der Rohstoff als solches ist ja schon in unserem Boden. Das ist sozusagen ein Wert, den wir einfach ja im Großen und Ganzen erstmal geschenkt bekommen, in dem Sinne, dass man nicht woanders in einem anderen Land den kaufen müssen. Man kann es auch so drehen und sagen, es sind Milliarden Euro pro Jahr, die wir damit einsparen könnten, weil wir keine Devisenausgaben haben für eingekauftes Erdgas. Ja. Und mit diesen Milliarden Euro zusätzlich in der
Volkskasse, Staatskasse und so weiter, könnten andere wichtige staatliche Aufgaben praktisch gedeckt werden, wahrgenommen werden. Was ja in anderen Ländern, also Norwegen lebt ja fast vom Verkauf. Beispiel dieses Norwegen, auch Niederlande. Lange Zeit, also ein Großteil von den Niederlanden des Bruttoinlandsprodukts war praktisch erwirtschaftet durch die Gasförderung. Ja, von Russland will ich jetzt gar nicht reden. Die haben ja praktisch nur eine Wirtschaft auf Verkauf von Erdgas und Öl gehabt und Kohle. Wir haben fest, wir können also technisch in unserem Land mit den gleichen Methoden, wie man das in anderen Gegenden macht, Fracking betreiben. Man kann das sicher betreiben, weil man eben dieses Einbetonieren der Bohrlöcher macht. Man hat auch ja im Prinzip ja schon immer Bohrlöcher, weil man ja durch diese Lagerstätten hat für das Speichern des Erdgases, die also ja auch irgendwie durchs Grundwasser erstmal müssen. Und wir würden noch ein bisschen Geld einsparen. Jetzt, die Menge ist in gewisser Weise limitiert, also sagen wir mal 10-20% unseres Bedarfs können wir so machen. Das war also aber schon mehr wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist schon ein richtig spürbarer Anteil. Das ist auch ein Marktsignal für den Weltmarkt. Ja. Erdgas hat einen Marktpreis, Weltmarktpreis. Und das würde sich positiv durchschlagen auf die Energiekosten. Das würde man spüren. So, jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen außen rum gucken, ich will jetzt mal nicht nach Russland gucken. Norwegen, wie fördern die ihr Erdgas? Ist das jetzt auch gefrecktes Erdgas oder ist das eigentlich? Ja, die haben überwiegend noch in der Nordsee noch große Potenzial, weiteres Potenzial an konventionellen Erdgas sein. Ob die tatsächlich in einzelnen Fällen auch schon fracken, zum Beispiel bei Tightgas, in Tightgas-Lagerstätten, wie ich so vorhin angesprochen habe, halte ich für sehr wahrscheinlich, aber ich habe da jetzt keine Zahlen. Ja, nee, aber da ist jedenfalls auch von den Ressourcen noch eine ganze Menge. Also man müsste nicht damit rechnen, dass die in 5 Jahren am Ende sind, die norwegischen. Die norwegischen halten noch lange. Die halten noch eine Weile. Die halten noch ewig. So, gut. Die Niederlande, die frecken die, weiß man da was? Die Niederlande geht zurück, fährt die Erdgasförderung zurück, vor allem wegen einem Phänomen, Erdbeben. Erdbeben Groningen. Groningen ist ein Riesenfeld, wirklich ein sehr, sehr, also über Jahrzehnte gefördert wurde, intensiv gefördert wurde, konventionell. Und das kommt manchmal vor bei Lagerstätten und eine solche Lagerstätte ist Groningen, hat eben doch eine ganze Menge an Erdbeben ausgelöst und auch zu Schäden an der Oberfläche geführt. Das heißt, das hat sich also hier nicht um Fracking gehandelt, das handelt sich einfach um normale klassische Förderung. Das hat nichts mit Fracking zu tun, im Gegenteil, das ist normal, ja, man kann sich ja vorstellen, wenn da der Boden sozusagen, wenn ich was rausnehme. Ja, ich kann es auch versuchen, ein bisschen genauer zu beschreiben. Die Lagerstätte ist etwa 3 Kilometer tief und 300 Meter mächtig. 300 Meter mächtiger Sandstein. Da sind die mit vielen Bohrungen reingegangen, aber diese Lagerstätte und auch was oben drüber ist, ist zerklüftet. Das sind also Störungen. Und wenn man dann über Jahrzehnte intensiv fördert, dann hat man Druckabsenkungen. Die sind aber in dieser Lagerstätte auch aufgrund von Störungen nicht überall gleich. Ich habe also Kompartimente, wo ich eine höhere Druckabsenkung habe als andere Kompartimente. Da ist die Druckabsenkung nicht so stark und so weiter. Und wenn diese Druckdifferenzen zu groß werden zwischen der einen und der anderen Seite und ich habe eine Störung, dann rutscht sie irgendwann, das ist ein Erdbeben. Das ist also etwas, was bei konventionellen Lagerstätten vorkommen kann, was zum Beispiel aber bei Tonsteinformationen so gar nicht eintreten kann. Deswegen ist entgegen der Vorstellung vieler Leute die Gefahr des Induzierens von Erdbeben bei Fracking, bei der unkonventionellen Förderung viel, viel geringer als bei der Förderung von herkömmlichem Erdgas. Ja, weil ich ja sozusagen nicht diesen, ich sage jetzt mal grob gesagt, Hohlraum da irgendwie. Ja, dieses riesen Sedimentpaket habe, aus dem ich dann nicht. Und über diese Horizontalbohrung habe ich auch eine viel gleichmäßigere Druckabsenkung, als wenn ich nur eine Vertikalbohrung habe. Ja. Dann ist ein Riesendruck direkt am Bohrloch und das nimmt nach außen ab. Und bei der nächsten Bohrung ist wieder genau dasselbe und so weiter und so fort. Warte da so. Trotzdem machen die meisten Erdgaslagerstätten ja mit, reagieren nicht mit Erdbeben. Wir haben ja in Deutschland auch zwar einige Erdbeben gehabt, aber relativ wenig, würde ich mal sagen. Und viele Lagerstätten in der Welt zeigen da auch keine Neigung zu Erdbeben. Aber in Niederlande war das einfach der Fall. Und das ist mit ein Grund, warum die niederländische Regierung auch gesagt hat, wir fahren das deutlich zurück. Okay. Gut, also die werden in der Fade-Out-Prozess.
Und ob die dann da mal irgendwann Fracking machen, was dann geschickter wäre, muss man sehen. Also jetzt eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere. Haben wir, die anderen Nachbarländer sind jetzt dann nicht so relevant. Frankreich ist fördert. Ja, Frankreich hat auch was. Ich kenne mich aber jetzt aktuell. Gut. Also jedenfalls, also man hört, die üblichen Verdächtigen sind eben, ist eben Polen, Norwegen. Hat auch Lagerstätte. Ja, also das ganze norddeutsche Becken und die europäischen Verlängerungen oder Ansätze sind ähnlich. Immer im Prinzip auf diesen Sedimentflächen kann man letztendlich dort, wo große Sedimentbecken sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch Kohlenwasserstoffe finden. Gut. Also, jetzt haben wir also zum einen, also wir können, also in Deutschland könnte man das machen. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man geologisch da ganz interessant machen kann, was mir zumindest zu Ohren gekommen ist. Man hat ja in München, macht man ja Geothermie relativ viel. Und dann bohrt man also auch in diesen tiefen Bereich runter. Jetzt könnte man doch eigentlich sagen, so eine alte Erdgaslagerstätte kann ich doch eigentlich auch für warmes Wasser benutzen. Ich stecke warmes Wasser kalt runter, lass warmes hochkommen. Macht man sowas? Könnte man im Prinzip, es gibt solche Überlegungen. Bisher ist es aber so, dass wenn man wenn man Kohlenwasserstoff gefördert hat, kriegt man bei uns jedenfalls die Auflage, nach der Förderung die Bohrung wieder zu verschließen, zuzumachen. Und das heißt wirklich 500 Meter Zement reinzupacken, wirklich abzuschließen, die obere Verrohrung wieder rauszunehmen und. Also dieser gesamte Rückbau ist so, dass hinterher wieder nichts zu sehen ist an der Oberfläche, die Wiese wird wieder zur Wiese und das setzt sich auch in mehrere hundert Meter ein. Das heißt, wenn man von vornherein nicht einplant, eine geothermische Nachnutzung, was denkbar wäre, denn da unten haben wir ja erhöhte Temperaturen, die man nutzen könnte, dann findet das auch nicht statt. Okay, also auch da haben wir sozusagen eine, sagen wir mal, ein bisschen spezielle Politik. Wir sagen, wir bohren, machen nur diese eine Geschichte, holen Erdgas. Die Frage hat sich bisher nicht gestellt, muss ich sagen. Weil es ja tatsächlich so ist. Aber jetzt, es ist durchaus, was Sie ansprechen, ist durchaus eine Überlegung wert, weil angenommen, man würde nochmal, sieht nicht danach aus, sage ich gleich, aber angenommen, man würde bei uns nochmal Schiefergas fördern mit Horizontalbohrungen. Oft ist das nicht nur eine Horizontalbohrung, sondern 30 Meter daneben oder 80 Meter daneben nochmal eine zweite Horizontalbohrung oder wieder eine. Das heißt, von einem Bohrplatz aus kann man fächerförmig in den Untergrund bohren und dann in der Lagerstätte selber Horizontalbohrungen haben. Und wenn man diese Horizontalbohrung in 2-3 Kilometer Tiefe von vornherein so auslegt, dass sie hinterher für eine Förderung geothermischen Wassers, also heißen Wassers, genutzt werden können, dann ist das eine denkbare Nachnutzung für weitere 30 Jahre. Und dann regenerativ, weil ich nutze ja dann die Wärme, die eh im Untergrund ist. Und wäre eine ganz völlig klare Nachnutzung einer solchen Bohrung, denn die Investitionskosten, was Geothermie so teuer macht, ist das Bohren. Das ist der absolute große Brocken, der viel Geld kostet. Wenn das mal erledigt ist und so weiter, kann man damit Geld verdienen. Aber diese Investitionskosten, die sind so hoch, das ist das Haupthemmnis der tiefen Geothermie. Warum die tiefe Geothermie nicht so richtig in Schwung kommt? Man muss erstmal das Geld aufbringen, ein gewisses Fündigkeitsrisiko und so weiter. Aber wenn das aber über eine Querschiene, über einen anderen Investor, sagen wir mal über die Kohlenwasserstoffförderung, über die Schiefergasförderung abgedeckt würde, zumindest zu 80% oder was, sieht die Situation schon wieder anders aus. Okay, also wie gesagt, das heißt, dass man müsste ein bisschen mehr nachdenken, wenn man sagt, wir machen da eine Bohrung für einen Kohlenwasserstoff, also Erdgas zum Beispiel, und planen gleich mit ein, okay, das ist in 2000, 3000 Meter Tiefe, da ist es warm, 100 Grad irgendwas, was hat es deutlich wärmer wie hier. Und dann kann ich das nachnutzen, kann dann hernach, nachdem ich das Erdgas aus den Ritzen gezogen habe, kann ich dann eben da die Wärme gewinnen. Ja, üblicherweise, das nennt man petrothermale Geothermie. Petrothermal, okay. Da nimmt man also die Wärme des Gebirges. Man schafft dann auch noch wiederum Fließwege, Fließwegsamkeiten. Das klingt jetzt so, das wird in anderen Gegenden gemacht. Ja, die petrothermale Geothermie wird gemacht an einigen Stellen. Und das ist dann so, dass man da auch freckt. Okay. Nämlich genau, man muss ja da Wegsamkeiten schafft für das Wasser jetzt. Nicht für Gas oder Erdöl, sondern für Wasser. Und das würde man dann auch überlegen, ob das dann sinnvoll ist, neben dem, was man schon gefreckt hat, dass man zwischen diesen Parallelbohrungen beispielsweise die Verbindung herstellt über Frecks,
sodass das Wasser dann zirkulieren kann. Von der einen Horizontalbohrung, in die kaltes Wasser reinkommt, geht es dann über das Gebirge, erwärmt sich in die Parallelbohrung und dort wird dann heißes Wasser gefördert. Also man hat ja immer dieses Prinzip, zwei Löcher, einen kommt das kalte rein, beim anderen kommt es raus. Bei der Petrothermalen ist das so, ja. Okay. Gibt es da irgendwo schon, habt ihr das mal irgendwo gemacht? Jetzt bei diesem Horizont, also die Nachnutzung von Kohlenwasserstoffbohrungen, ich kenne Studien, ich habe mal Studien gelesen in den USA, da hat man sich auch mit Master-, Diplomarbeiten und so weiter mit beschäftigt. Und da gab es auch schon ein Case sozusagen, den man hatte, um zu gucken, es ist durchaus der Schweiß der edlen Wert, soll ich mal sagen, von der Energieausbeute her. Und wiederum, die Energiekosten, also die Investitionskosten, die hat man dann zum großen Teil schon getätigt. Ja, also wie gesagt, das wäre ein sehr gewisserweise nachhaltiger, wenn ich das sozusagen doppelt nutze, weil wenn ich schon ein Loch habe. Jetzt haben wir in Deutschland ja das Verbot für Fracking, das wurde von Habeck irgendwie mal eingesetzt. Also so kam, wo kommt es her? Schon die Bundesregierung, die GroKo. Die GroKo. Die GroKo hat es erlassen. Ja, okay, also die GroKo hat es erlassen. Von wann kommt es? Das ist aber doch jetzt... Das Verbot ist 2016, glaube ich. Das ist schon so ungefähr 10 Jahre fast. Verbot von unkonventioneller Erdgasförderung in Deutschland. Was war der Grund, dass man sowas gemacht hat? Ich meine, es klingt ja jetzt im Moment extrem plausibel, dass man den Rohstoff, den man da im Boden hat und der dann sogar noch erdbebenarm und so weiter gefördert werden kann, dass man sowas dann verbietet. Also in einem hohen Maße Sorgen und Ängste der Bevölkerung, die ich verstehen kann. Ja. Denn was so verbreitet würde über die Fracking-Technologie und was auch an Beispielen gebracht wurde aus der Anfangszeit der Fracking-Technologie, wo man teilweise wenig sorgsam damit umgegangen sind, wo es Schäden gegeben hat und so weiter, viele Bohrplätze beispielsweise, oder auch dann die Bohrplätze nicht zementiert waren, wo es dann Leckagen gegeben hat und so weiter. Aus der Anfangszeit, das ist wie beim Erdölboom woanders auch, da hat man geschlampt. Inzwischen ist das aber nicht mehr so. Wobei ich sagen muss, es kommt ja im Wesentlichen von den USA. In den USA ist die Gesetzgebung, die Berggesetzgebung, wenn man das mal übertragen sagt, in jedem Bundesstaat anders. Und es gibt Bundesstaaten, die da sehr strikt sind, sehr sorgfältig. Colorado meines Wissens ist einer. Andere Staaten gehen da laxer mit um. Texas, so viel ich weiß. Insofern kann man auch nicht sagen, generell USA wird das so oder so gemacht. Das ist ein Landesrecht. Also Bundesstaat unterschiedlich. Ja. Ne? Und was aber bei uns in den Medien, in der Öffentlichkeit darüber verbreitet wurde oder sich verbreitet hat, das waren eher Negativbeispiele und Horrorgeschichten. Und die sind, muss ich leider Gottes sagen, auch oft widersinnig erhöht worden, diese Risikoszenarien, die dann aufgezeichnet wurden. Die Fachseite hat immer darauf hingewiesen, wenn wir das bei uns zulassen, ist das Risiko beherrschbar. Ja. Genauso wie bei einer normalen Bohrung, Tiefbohrung, wie bei der konventionellen Förderung. Das Risiko ist mitnichten höher, jetzt mal so gesagt. Aber diese Fachmeinung, und es hat mehrere Studien dazu gegeben, diese Fachmeinung, zuletzt sogar die Studie, wir haben eine Expertenkommission Fracking, die das auch festgestellt hat, die ist nach wie vor so, dass es machbar ist, dass es handelbar ist, dass das Risiko bei uns, es gibt nirgendwo null Risiko. Das ist völlig klar. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist ein Risiko, das Risiko ist nicht höher als viele Dinge unseres täglichen Lebens auch. Und man muss eben auch sehen, die Chancen, die man hat, die man sich verbaut, wenn man das nicht nutzt bei uns. Aber in der Bevölkerung hat es sich festgesetzt, Fracking kommt dann gleich dreckig, schrecklich und so weiter, das passt so gut. Und das ist die Barriere, die wir in Deutschland haben. Und wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wie es in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, dass der Hausmeister, die Apothekerin, Polizist draußen, die ja die Kenntnisse vom Untergrund nicht so haben können, dass die so denken. Ja, also aber es ist falsch. Vieles davon ist falsch. Ja, das ist ja ein Teil, den wir hier mit den Energiegesprächen machen. Ich will ja zu den Themen aufklären. Ich will mit den Experten reden, die wirklich verstehen, um was es geht. Jetzt, da kommen wir also jetzt wirklich einen Schritt weiter. Jetzt ist es auch tatsächlich so, wenn ich Geothermie mache,
Da mache ich ja im Prinzip auch eine Art Fracking, wenn ich das richtig verstehe. Ich bohre da die Löcher. Bestimmten Arten der Geothermienutzung. Ja, Tiefengeothermie. Also jetzt nicht diese Erdoberflächennahe, wo man da diese 100 Meter im Garten bohrt, sondern wenn ich also in diesen Großprojekten, wie zum Beispiel jetzt in München, wo ich in, ich glaube, 3 Kilometer oder irgendwas unterwegs bin, da muss ich ja auch irgendwie eine Art Fracking. Ja, in München ist nochmal eine besondere Situation, einmal einen Malmkarst, einen sehr durchlässigen, hochporösen, große Poren, Kalkgestein. Und da sind praktisch schon, ist so viel Wasser da im Untergrund so vorhanden viel, und Wegsamkeit vorhanden, dass ich weitgehend auch, so viel ich weiß, mit wenig Fracking auskomme. Ja, okay, wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. Aber also woanders ist das nicht so. Ja, also ich erinnere halt im Rheingraben, da waren diese Diskussionen, dass man da Fracking macht, in Karlsruhe oder Offenburg oder wo immer das jetzt im Einzelnen war. Landau. Im Landau. Und da ist eben dann die Frage, dass man tatsächlich das Gestein gängiger machen muss. Richtig. Ja. Und das ist dann die Petrothermale, dass man, sagen wir mal, im Granit oder im tiefen Gestein dann Risse erzeugt. Das ist Fracking, ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Frage ist ja, also wir haben ja diese Schieferschichten, in denen Erdgas drin ist. Wenn ich jetzt noch tiefer reingehe, also in den Granit, Granit ist erdgasfrei oder gibt es da eigentlich auch Erdgas? Nein, kein Granit. Nichts Organisches. Nichts Organisches, ja. also die Gesteine. Organisches Material ist die Quelle für Kohlenwasser. Ja, also, weil immer wieder mal auch rumgeistert, dass es in anderen Materialien auch organische, also nicht hochorganische Verbindungen, aber eben Methan gibt, weil Planetenbindung ja, ist ja immer es gibt mit Methan auch in der tieferen Erde und es gibt an einigen Stellen, wo es hoch ist. Man kann es isotopengeochemisch, glaube ich, auch rauskriegen. 14, ja. Da bin ich kein Fachmann drin, aber es gibt noch andere Methanquellen, nur meines Wissens ist das weit von jeder Wirtschaftlichkeit. Ja, also nur von der Theorie. Weil, wie gesagt, es taucht, da geistert dann immer wieder mal in irgendwelche Meldungen rum, man hat jetzt Methan, kann man irgendwie ganz im Erdtiefsten. Aber das ist nichts, was in der aktuellen Förderung irgendwie eine Rolle spielen könnte. Also, wie gesagt, wir haben natürliches Methan in großen Mengen. Jetzt gibt es ein weiteres Problem bei dem Methan immer, ist die Frage, wie viel Methan geht eigentlich aus diesen Quellen raus, ohne, wenn ich also nicht, also ein Teil der Bohrung sammle ich schon ein. Jetzt habe ich gelernt, dass sie hier auch sauber verzementiert sind, diese Bohrungen, also da geht es eigentlich dann dicht. Wie dicht sind diese Erdgasfelder? Also kommt eigentlich auch Methan, Erdgas und Methan ist das Gleiche, muss man vielleicht sagen. Das ist ein guter Punkt. Ja. An den hatte man tatsächlich vor 10, 15 Jahren praktisch noch gar nicht gedacht. Ja. Aber es ist so, und das hat man inzwischen festgestellt, dass bei so riesengroßen Bohrfeldern auch einiges an Methan, was man dann gefördert und verkaufen will, auch in die Atmosphäre geht. Ja, weil das nennt man den Methanschlupf. Der Methanschlupf. Der Methanschlupf. Es geht Methan verloren. Ist aber ein sehr klimawirksames Gas, das Methan. Ist sehr klimawirksam über einen bestimmten Zeitraum, es ist 30 Mal so klimawirksam wie CO2. Mhm. Deswegen kann man das auch umrechnen in CO2-Äquivalente, Treibhausgaswirkung. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den man heute sehr viel stärker im Fokus hat. Um nur auch da einmal ein paar Zahlen zu nennen. Es gibt nicht sehr viele Untersuchungen, aber die Untersuchungen, die wir haben, die ich kenne, zeigen, dass in manchen Erdgasfeldern im Süden der USA 2-3% des geförderten Erdgases, Methans, in die Atmosphäre gehen. Okay. Das ist viel, wenn man bedenkt, Faktor 30 nochmal in der Klimawirksamkeit, dass ich auf einmal da noch eine Riesenemission habe. Oder eine ist dann praktisch gleich groß wie das, was der CO2-Effekt von dem Methan. Genau, oder sogar noch mehr ist. So, es gibt aber auch Untersuchungen, die festgestellt haben, das ist nicht bei jeder Bohrstelle so, sondern es gibt manche Bohrstellen, da kommt sehr viel Methan raus. Kann ja auch super Spreader bezeichnen. Da kommen vielleicht 17-20% raus an Erdgas. Das können Fälle sein, ich kenne jetzt auch da nicht die Statistik, wo einfach eine Bohrfirma pleite gegangen ist, die ist abgezogen, hat das Bohrloch nicht richtig verschlossen und dann kommt noch was raus. Ja. Sowas darf natürlich nicht passieren. Und die, versauern, also, ne, die, die, die,
die machen das Geschäft sozusagen kaputt mit ja, solchen also das ist klar, wenn ich, Vorgängen. Wenn ich, das darf wenn nicht ich sein. Wenn man sorgfältig vorgeht und entsprechende Vorschriften hat, und die gibt es, und man kann auch Vorkehrungen treffen, dass der Methanschlupf so klein wie niedrig, so niedrig wie möglich ist, dann liegt man im Promillebereich. Okay, das ist dann vertretbar. Also deutlich unter 1%, ob das nur 0,4 oder 0,5, ja, weiß ich nicht, oder 0,2. Ja, also wie gesagt, jedenfalls, natürlich von 1 zu 5. Ich will darauf hinweisen, es geht nicht auf 0, das gehört dazu. Das ist so ähnlich, wenn Sie mit dem Verbrennerauto an die Tankstelle fahren und trotz aller Klappen und Ventile und so weiter riechen Sie immer, wenn Sie gerade Benzin da reintun. Ja, das ist ein bisschen was viel. So ist das auch. Und das sind eben Dinge, die an der Oberfläche passieren. Man kann es nicht hermetisch so abschließen, das Ganze, dass 0% ist. Also im Promillebereich ist das aber, glaube ich, tragbar. Selbst wenn man das umrechnet, dann in Tier. So. Das ist aber eine sehr interessante Frage. Wenn wir uns jetzt entscheiden, LNG, das in Übersee gefreckt wurde, zu uns zu importieren, ja, dann haben wir nicht nur den Rucksack 20% für den Transport, Verflüssigung, sondern wir haben noch vielleicht 2% Methanschlupf als CO2-Rucksack so obendrauf. Okay. Den wir bei uns nicht hätten, denn bei uns würde das ganz anders kontrolliert werden. Das heißt also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir würden das Fracking machen, wir würden diese sauberen, sorgfältig gebauten Bohrlöcher bauen mit den entsprechenden Abdichtungen, dann hätten wir zum einen diese ganzen Transportkosten und zum zweiten hätten wir tatsächlich auch weniger oder fast gar kein Methan, was in die Atmosphäre entweicht. Es wäre ein Riesenfortschritt für die Klimabilanz bei uns. Dessen, was wir hier nutzen. Importiertes LNG hat ein relativ hohen CO2-Rucksack oder umgerechnet in CO2-Äquivalente im Vergleich zu der Möglichkeit, die wir hätten, wenn wir es bei uns selber fördern würden. Nun, so eine Förderung muss ja irgendjemand machen. Gibt es eigentlich Firmen, die bereit wären? Also sagen wir mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dieses Gesetz würde man entspannen, man würde vielleicht Auflagen machen, wie sorgfältig man sein muss, aber wir hätten dieses Fracking-Erlaubnis. Gäbe es Firmen, die in Deutschland sowas machen würden? Wenn die Politik dahinter steht und praktisch das, die Lockerung des Gesetzes ist ja eine Voraussetzung dafür. Ja, klar, also nur wenn es. Und natürlich auch letztlich die Firma, die sich dafür interessiert, nicht mehr reinsteckt, als sie rauskriegt, dann wird es Firmen geben, selbstverständlich. Also sind das, aber für mich ist immer ein bisschen eine Frage, weil Fracking, wenn das eben in den USA gemacht wird, dann vermute ich jetzt erstmal, dass amerikanische Firmen dann hierher kommen und in ihrem Stil dann Fracking bei uns betreiben. Wir aus dem Stand heraus hätten wir das Material, die Infrastruktur nicht da. Da würde viel von Übersee kommen, wahrscheinlich von USA oder Kanada. Ja. Also das sind die klassischen Hersteller für diese Die Bohrindustrie, die ist einfach auch die ganze Serviceindustrie, auch für die Bohrindustrie, ist da viel, viel entwickelter. Ich glaube, der Großteil aller Bohrfirmen weltweit, des Materials, was an Bohrtechnologie da ist, ist in USA, ist in Nordamerika, USA und Kanada. In Deutschland ist um Celle rum, weiß ich mal, es sind immer einige Firmen, die in dem Bereich tätig sind. Also wir haben eine deutsche Bergbauindustrie, Verbohrungen. Auch Bohrindustrie. Natürlich haben wir die noch. Noch. Also für Geothermie. Ja, klar, da ist natürlich, das ist ja im Prinzip dann, wenn ich jetzt diese Tiefen da plötzlich habe, dann auch ein ähnliches. Und wie gesagt, vor 20 Jahren hatten wir hier noch 20 Milliarden Kubikmeter gefördert. Das waren zum Teil natürlich auch viele deutsche Unternehmen noch. Man hätte dann sozusagen hier auch eine Industrie, die man wiederbeleben könnte, sage ich jetzt mal, oder wieder ausbauen könnte, die man sowieso wegen der Geothermie eigentlich auch benötigen. Das heißt also, wir hätten da einen Bereich, den man auch auf Volkswirtschaft, wo es Sinn macht, dass man da neue Technologien. Die man im Übrigen auch gebrauchen werden, die wir im Übrigen auch gebrauchen werden für Carbon Capture Storage. Genau, das ist das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollte. Also eine Idee bei diesen Lagerstätten ist, also zum einen kann man Methan reinschicken und dann kann man das Methan speichern. Aber eine andere Idee ist ja auch, dass man das CO2 abscheidet bei der, ich sage jetzt mal, Gasturbine. Und dann irgendwo in den Boden verpresst. Ein weiteres Verfahren, was unser CO2-Problem mildern kann, ich sage jetzt mal nicht löst, aber mildern kann, was aber erstaunlicherweise auch in Deutschland verboten ist, wenn ich es richtig verstehe im Moment. Oder wo stehen wir da? Machen wir mal so.
Es gibt Industriesektoren, da ist prozessbedingt, entsteht CO2. Ja. Zementwerke, Keramik, Papierindustrie, ja, genau. Glas, ja, ja, ja. Chemische Industrie. Und zwar mehr oder weniger rein. Ja. Und die können sich noch so anstrengen, wie sie wollen, prozessbedingt entsteht CO2. Mhm. Entweder diese Industrie wandert ab ins Ausland, macht da ihr Geschäft, fürs Klima das egal, ist natürlich nicht so schön, oder sie bleibt hier und bekommt eine Möglichkeit, in den nächsten 20, 30 Jahren spätestens, ihr CO2 abzufangen, einzufangen und irgendwo hinzubringen. Mhm. Und die größten Speicherreservoire, die wir haben, ist der geologische Untergrund. Premium ausgeförderte Erdgaslagerstätten beispielsweise. Dass wir CO2 abfangen bei den fossil betriebenen Energiekraftwerken, glaube ich nicht. Okay. Warum? Ja. Weil die Abscheidung allein ist schon sehr energieintensiv und kostenintensiv. Und der Wirkungsgrad, auch das kann man mit Wirkungsgrad sagen, der Wirkungsgrad der Nutzung von fossilen Energien zur Energiegewinnung würde deutlich zurückgehen, wenn ich da hinten anhänge eine CO2-Abscheidung, Transport und Speicherung. Lassen wir also den Bereich weg. Aber wir haben in Deutschland immer noch eine Industrie, die CO2 nicht anders loskriegt. Und also um auch da mal eine Zahl zu nennen, es sind so 50 Millionen Kubikmeter, nee, Tonnen, jetzt mal bei Tonnen, 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir nicht anders loskriegen, oder außer die Industrie wandert ab. Mhm. So, wenn wir dieser Industrie eine Möglichkeit geben wollen, hier zu bleiben, trotzdem klimaneutral zu werden, heißt das im Grunde genommen, nutzt das CO2 für irgendwelche Produkte, wo es langlebig gebunden ist. Mhm. Da kriegen wir ein paar Prozent unter, wahrscheinlich weniger als 10%, vielleicht 5%. Ja. Aber dann haben wir auch noch die 95%, die wir nicht anders loswerden. Und da ist die Lösung eigentlich nur die in den Untergrund. Was war die, vielleicht wissen Sie die Argumentation, warum man das in Deutschland nicht will, also CCS, also Carbon Capture and Storage? Ängste, Sorgen der Bevölkerung aufgrund falscher Information, Desinformation. Mhm. Im Grunde dasselbe, was wir beim Fracking erlebt haben. Es ist tatsächlich eine Desinformation in großem Maßstab, auch zum Carbon Capture Storage ist von der Fachseite immer gekommen, es geht. Mhm. Es sind Studien gemacht worden, es sind Berichte vorgelegt worden. Die Fachseite wurde überhört, wollte zum Teil nicht gehört werden. Oder andere, die sich zu Wort gemeldet haben, waren so wirkmächtig. Mhm. Auch mit emotionalen Bildern und so weiter, mit Kampagnen, das hat sich durchgesetzt. Weil, wie gesagt, also da ist es für mich besonders uneinleuchtend, weil ich meine, wenn man schon dieses CO2 in der Luft hat, beziehungsweise bei bestimmten Prozessen freisetzt, Stahlerzeugung und Zementerzeugung, dann ist es eigentlich sehr plausibel, dass man sagt, gut, dieses ungewünschte Gas in der Atmosphäre, das presse ich dann eben dorthin, wo es uns nicht stört. Und Lagerstätten oder Plätze haben wir ja da eigentlich sogar, weil wenn wir auf der einen Seite ja Öle und Gas fördern, dann muss es ja irgendwo die passen Löcher geben, sage ich jetzt mal. Nur das Interessante ist, und da mache ich jetzt wieder so einen Schlenk zum Anfang hin, Leute haben Sorge und Ängste dafür, wenn wir CO2 in den Untergrund pressen, in alte Lagerstätten. Ja. Es stellt aber keiner die Frage nach den Erdgasspeichern, die wir haben. Da machen wir genau dasselbe. Genau die gleiche Presstechnik. Methan, ne, die Technik, das wird akzeptiert, überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Aber bei CO2 ist es irgendwelchen Verbänden oder Meinungsmachern gelungen, Ängste zu schüren, also jetzt die nicht relevant sind? Jetzt hoffe ich mal, dass nach unserem Gespräch das Erdgasspeicher noch verboten wird. Das ist wahrscheinlich die nächste Kampagne. Aber das, ja, das würde schon sehr schwierig werden. Jetzt gibt es also für mich ist das, sagen wir mal, dann auch ein bisschen eine spezielle Geschichte. Sobald Habeck war, glaube ich, in Norwegen und hat gefragt nach Wasserstoff. Also wir wollen ja eine Wasserstoffindustrie. Das ist ja so eine der Visionen, die ich für nicht unbedingt realistisch halte, aber es heißt drum. So, und dabei ging es darum, ob man Wasserstoff in Norwegen kaufen kann. Und die haben gesagt, ja, wir erzeugen Wasserstoff aus Methan und scheiden das CO2 ab und verpressen es im Boden. Also genau das, was wir gerade hatten. Und diesen Wasserstoff kaufen wir dann in Deutschland. Ist für mich natürlich ehrlich gesagt recht absurd, weil ich hätte natürlich dann das Methan kaufen können und dann einfach verbrennen können. Dann hätte ich wahrscheinlich weniger Kosten gehabt. Haben Sie mit diesem Projekt schon mal irgendwas gehört? Ja, klar. Ja. Was halten Sie davon? Also wenn wir CCS machen, ja, also, da
dann wird das anfangen mit dem Export von CO2 ins Ausland, wobei es dann noch gesetzliche Hürden gibt, für die, die es kennen, Stichwort London-Protokoll. Oder aber wir beziehen zum Beispiel Wasserstoff und die ganze CO2-Geschichte, die damit zusammenhängt, weil es kein grüner Wasserstoff ist, sondern blauer aus Erdgas, passiert im Ausland. Das heißt, da machen wir uns nicht verdächtig, dass wir irgendetwas tun, was vielleicht mit der Seele so nicht vereinbar ist. Mit der vermeintlichen. Auch wieder im Prinzip diese Haltung, wenn es im Ausland passiert, ist es uns egal, aber wir in Deutschland haben dann kein Wasserstoff, der dreckig ist, weil irgendjemand in Norwegen oder vielleicht auch anderen Ländern, das ist ein spezielles Land, das wir vorheben, hat halt es dann irgendwie verpresst oder was auch immer. Gucken wir weg. Ich zitiere mal den Kollegen Frank Schilling, den wir auch schon mal hier hatten. Der war bei einer Anhörung im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf, gesagt hat, wir sind Weltmeister im Export von Umweltschäden. Das hat sogar eine Schlagzeile gebracht. Und da ist schon was dran. Also wir sind Weltmeister im Export von Umweltschäden. Das ist eine wirklich interessante Idee. Das ist wirklich, wobei eben Umweltschäden gar nicht sein müssten. Aber wir empfinden es als Umweltschäden. Wir denken, wenn es bei uns stattfindet, sind es Umweltschäden. Wollen wir nichts mit zu tun haben. Lieber im Ausland, halten wir uns die Finger sauber. Wobei, wenn wir es bei uns machen würden, würden wir es so machen, dass die Umweltschäden praktisch nicht da sind oder also sehr, sehr gering oder im Umfang, im sonstigen Umfang noch. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man, wenn, das hat man ja, also ich habe ja auch hier Diskussionen zur Kernenergie gehabt, deutsche Kernkraftwerke gelten ja als extrem, oder muss sagen, inzwischen galten als extrem sicher, weil man halt hier technologisch und vorschriftsmäßig sehr gut war. Und dann beziehen wir aus, ich will jetzt keine Länder nennen, den Strom und machen die Augen zu, wo auch der immer da jetzt im Detail erzeugt wird und wie das im Einzelnen abläuft. Und das ist für mich auch ein ganz trauriger Satz, weil wenn wir in Deutschland als Hochtechnologieland existieren wollen, dann müssen wir diese Technologien beherrschen und vielleicht auch zukunftsfähig entwickeln. Das heißt, wir müssen die eigentlich in Form haben, dass auch andere sagen, ja, das Fracking, wie die Deutschen das machen, keine Methanschlupf und was auch immer, oder ganz wenig nur, das wollen wir auch und dann machen die das in welchen Ländern jetzt auch immer. Das wäre doch viel schöner, wie wenn wir einfach überall hausieren gehen und sagen, könnt ihr uns da mal so ein bisschen was geben, in dem Sinne, naja, wir schauen also mal weg, wie ihr das Feld, gemacht habt. Anderes Feld, Kernkraftnutzung. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten, werde ich mich nicht so äußern. Aber was den Untergrund betrifft und wie wir damit umgehen und so weiter, weiter. Ja, okay. Das ist, wie gesagt, ein anderes Feld, habe ich auch schon mit anderen Interviewpartnern darüber geredet. Professor Dr. Tromm aus Karlsruhe, der ist da seit Jahren drin. Also wir haben jetzt hier, wenn wir den Untergrund angucken in Deutschland, wir haben ja noch eine andere Sache, die man kurz ansprechen will. Wir haben den tiefen Kohleabbau komplett in Deutschland stillgelegt. Das ist also nach Jahrzehnten der harten Diskussion. Steinkohle. Der Steinkohleabbau ist komplett stillgelegt. Man kennt aus dem Steinkohlebau ja immer auch noch, dass es da diese Methangasexplosionen gibt, also dass da irgendwie Methan rauskommt. Hat Methan in diesen Lagerstätten irgendeine Relevanz in unserer Diskussion? Ja, ich habe vorhin von den 1000 Milliarden gesprochen, Methan, die wir in unkonventionellen Lagerstätten haben. 200 Milliarden, grob geschätzt, 200 Milliarden dieser 1000 Milliarden sind Grubengas. Ah, okay. Kommen aus Kohlelagerstätten, vor allem nördliches Ruhrgebiet und so weiter. Das ist vorhanden, auch förderbar, zählt aber auch als unkonventionell. Und 800 Milliarden, grob gesagt, wären das, was wir aus typischen Schiefergasformationen herausziehen, also Tonsteinformationen, Schiefersteinformationen und so weiter. Ja, kann man denn an dieses Grubengas, also ich meine, man muss sich ja vorstellen, wir haben also das Ruhrgebiet und ein bisschen Saar, haben wir ja gut durchlöchert, also Schweizer Käse stelle ich mir das immer vor, wo wir auch Absackungsprobleme und was weiß ich alles haben, aber wir haben da drinnen in diesen Hohlräumen eigentlich dann eine langsam steigende Methankonzentration. Also im Grunde genommen, wenn man an dieses Grubengas ran will und es wirtschaftlich verwerten will, würde man da auch bohren in Lagerstätten, in denen man vorher nicht drin war, in Kohleflöze, in denen man nicht drin war, auch da mit Horizontalbohrung und so weiter. Das Fracken wäre sehr viel
smoother, weil die Kohle brüchiger ist. Die Kohle ist sehr, sehr gut geeignet für so etwas und würde da Methan, Erdgas fördern können, Grubengas fördern können, auch im großen Stil. Gibt's, macht man das irgendwo? Verboten, unkonventionell. Okay, wir wollen das verboten. Nicht. Verboten, ja genau. Also gut, haben wir es auch nicht. Also wir haben jedenfalls, was wir noch machen, ist ja Braunkohle, das ist ja oberflächennah, wird das ja abgebaut. Man räumt die Landschaft komplett auf die linke Seite und buddelt raus und schiebt sie damit auf die rechte Seite rüber, diese ganze Erde. Da habe ich gelernt, dass diese, wenn ich das mache, dass ich dann am Schluss gar nicht wirklich drauf bauen kann, weil es alles so lockeres Material ist. Das ist ein Problem. Ja. Ja. Hangstabilität ist ein Riesenthema für die Braunkohlenbetreiber, Abbaugebietebetreiber. Da wird auch sehr viel investiert, natürlich, um eine Nachnutzung zu machen. Das gelingt teilweise. Also kann man gut, diese, kann man, also man dass kann man Seenlandschaften dann hat und so weiter. Aber entscheidend sind die Hangbereiche, wo das Lockermaterial abgesetzt wird. Da wird zum Beispiel mit riesen Rüttelfahrzeugen der Sand verdichtet, mit anderen Maßnahmen auch. Also da macht man sich sehr intensiv Gedanken drüber und wendet das auch an, um diese Gebiete weiterhin später auch nutzen zu können, für irgendwas. Freizeit und so weiter. Nicht? Ja gut, also als Freizeitpark, aber als Unterlage für Hochhäuser hier nicht so geeignet. Hochhäuser, ja, da ist nicht ausgeschlossen. Denn auch, sie haben teilweise ja auch Gelände, was erstmal aufgefüllt wird und bauen dann Hochhäuser drauf, mit entsprechenden Säulen und die tief gegründet sind, geht. Viel machen. Also jedenfalls, wir haben da schon einen sehr starken Eingriff in die Landschaft. Ja. Der erstaunlicherweise noch nicht verboten ist. Längerfristig soll er aber natürlich. Naja, wir steigen aus. Wir steigen aus. 38. Ja, ne? Also dieser wahrscheinlich Kohleausstieg ist zumindest auf der Planung bei uns. Ja, ja, also wir haben. Wobei der Ausstieg aus der Steinkohle, ich glaube, das darf man auch noch sagen, war schon auch wirtschaftlich begründet, auch EU-rechtlich. Er musste eben so stark subventioniert werden, damit er noch betrieben werden konnte in Deutschland. Er war sehr teuer im Vergleich zum Angebot auf dem Weltmarkt. Ja, also Steinkohleförderung in Deutschland ist teuer, weil die liegt einfach tief unten, bis zu 1000 Meter. Und man hat eben bergmännisches Arbeiten, ist natürlich auch eine extrem Kostensache. Es gibt Lagerstätten für Steinkohle, die einfach so an der Oberfläche liegen? Mehr oder weniger, ja. Also ein bisschen Abraum, 5 Meter. Und dann haben sie ja wunderbar Mongolei beispielsweise oder andere Lagerstätten auch, ja. Das heißt, die sind natürlich wettbewerbsmäßig unheimlich weit. Gehen uns diese Kohle, also die Steinkohle und Ähnliches aus? Da haben wir noch viel. Gehen uns Steinkohlevorräte aus? Auf der Welt? Nein. Das ist mit die größte fossile Energiequelle, die wir weiterhin haben. Ja, also da muss man dann, und die auch sehr billig zu gewinnen, das war sehr wirklich. Auch billig zu gewinnen in vielen Ländern, das ist richtig. Die Frage ist nur, wollen wir es nutzen? Nee, wollen wir für Energiegewinnung? Sicher nicht, weil die CO2-Bilanz nicht stimmt. Es sei denn, wir scheiden ab, bringen CO2 dann unter die Unterwelt. Das ist durchaus für manche Länder vielleicht noch eine Option, die zu sehr darauf angewiesen sind. Immer noch besser abscheiden und in den Untergrund bringen, als einfach so in die Atmosphäre, völlig klar. Ja. Aber der Wirkungsgrad der Kohle ist damit noch mal ein ganzes Stück schlechter geworden. Ja, okay, wenn die Kohle halt sehr billig ist in manchen Stellen, dann ist es natürlich attraktiv. Dann kann ich sagen, ja, dann mache ich halt 30% mehr Kohle, wenn ein paar LKWs mehr, die da fahren müssen. Also dann sind wir dann auch wieder auf der Ecke, wo es geht. So, also was wir dann noch haben, ich habe das in einem anderen Interview, das war beim Herrn Sterner, Professor Sterner aus Regensburg, da ging es um die Frage, Methan künstlich herzustellen. Also es gibt ja die Idee, dass man Wasserstoff nimmt, der dann hoffentlich nicht aus Methan erzeugt wurde, weil sonst würde sich das also schon sehr ins Absurde steigern, wo man also Wasserstoff elektrolytisch herstellt und dann daraus Methan macht. Sehen Sie, dass das in Zukunft die große Methanquelle wird auf der Welt? Da muss ich auch wieder eine Frage nach dem Wirkungsgrad stellen. Ja, also wie viel CO2 ist nun mal ein verdammt träges Molekül. Ja. Wir brauchen aber, wenn wir Methan haben wollen, ein reaktionsfähiges Molekül. Ja, wir müssen also irgendwie die Energie wieder da reinbringen. Wo soll die Energie herkommen? Aus Strom, aus Regenerativen. Da stellt sich für mich immer die Frage,
wenn man das also so anguckt, dann steht da immer dort, ja, wir erzeugen da Wasserstoff aus Wasser letztendlich. Also muss man sehr sauberes Wasser wohl nehmen, das geht ja nicht so eben mit dem Leitungswasser. Aber sei es drum, man hat also diesen Wasserstoff und jetzt muss ich ja da ein Kohlenstoffmolekül dazu holen. Und die Kohlenstoffe, wir haben zwar ein CO2-Problem, aber das ist ja nicht so eben mal abgreifbar. Wenn wir jetzt diese Lagerstätten hätten für unser CO2, wenn wir sagen, wir haben das verpresst, dann könnte man natürlich relativ sauberes CO2 aus dem Boden wieder abholen, um dann für irgendwelche zukünftigen... Antwort heißt ja. Ich sag mal, auch wenn es jetzt nicht die nächsten 50 Jahre ist, aber vielleicht in 200, 300 Jahren hat man einen Bedarf an CO2. Und das könnte man aus diesen Lagerstätten ohne weiteres wieder heraus fördern. Das hat auch das GfZ Potsdam mal probiert mit einem Pilotvorhaben in Ketzin in Brandenburg. Mhm. Die haben erstmal 67.000 Kubikmeter, glaube ich, oder Tonnen injiziert und später wieder was rausgeholt. Das geht. Es gibt auch noch andere Anwendungsbereiche, beispielsweise Algenkulturen oder Treibhäuser. Mhm. Ne? Treibhäuser, in denen man Gewächshäuser. Da wachsen die Pflanzen besser, wenn man ein bisschen mehr CO2 in der Atmosphäre, in der Luft haben. Mhm. Und das ist ja eine Frage der Nahrungsmittelversorgung, auch für die Erde. Gut 8 Milliarden Menschen, es werden noch mehr. Da kann es durchaus sein, dass man, wenn man alle anderen Quellen von CO2 praktisch weg hat, dass man dann, oh, wir bräuchten eigentlich mal wieder CO2. Für diese Situation oder unter diesen Rahmenbedingungen könnte man an das CO2 wieder ran und es zurückfahren. Gut, also es wäre dann auch eine geologische Zweitnutzung dieses CO2 abgespeicherten. Ja. In dem Speicher. Ja. Es muss, also man kann es auch sagen, es muss keine Endlagerung sein. Ja, also mit dem Wort Endlagerung habe ich sowieso meine Probleme. Wir hatten das auch in Kernenergiebeispielen. Das sind ja eigentlich alles Rohstoffe, die da letztendlich in Anführungszeichen endgelagert werden, die eine zukünftige Generation von Ingenieuren oder Wissenschaftlern oder eben Gesellschaften dann nutzen wollen. Und das vielleicht mit ganz anderen Augen sehen, weil andere Probleme plötzlich da sind, zum Beispiel CO2 wird knapp oder was auch immer. Wir sind ja oft so wahnsinnig ins Tagesgeschäft eingegangen. Wir denken ja nur, ja, bis die nächsten 4 Jahre oder was auch immer. In 200 oder 500 Jahren kann man das ja ganz anders sehen. Habe ich da was vergessen, über was man noch hätte? Haben noch viel vergessen. Ja. Beim Fracking zum Beispiel. Ja. Also was da alles diskutiert wird und vorgebracht wird als Gegenargumente gegen Fracking, da gibt es noch eine ganze Litanei, die man ansprechen könnte, die aber so nicht stimmt. Darf ich mal zwei nennen? Ja, gerne. Also gerne, die Gefährlichkeit des Frack-Fluids. Hey, man muss ja Fluid genau, da einpressen. Die Flüssigkeit, die das ging ja auch. Ne? Frack-Fluide sind so gefährlich und giftig und so weiter. Frack-Fluide heute müssen genügen der Wassergefährdungsklasse 1. Mhm. Wassergefährdungsklasse 1 ist genauso wie Schwimmbadwasser. Okay, ja, das ist also hier nicht so schlimm. Schwarzwald, und in der Tiefe, in der diese Frackfluide der Wassergefährdungsklasse 1 freigesetzt werden, hat man Fluide, die haben Wassergefährdungsklasse 3, 4, also wesentlich höher. Das Wasser, was da unten ankommt, ist das sauberste Fluid, was man sich in der Tiefe überhaupt vorstellen kann. Okay. Und selbst wenn oben mal ein Eimer von dieser angemischten Fracking-Flüssigkeit umkippt, sage ich mal ein bisschen banal zugegeben, um es auch verständlich zu machen, ist das kein Umweltschaden, kein großer Umweltschaden. So nehme ich genauso, als wenn Sie Schwimmbadwasser einfach mal so in die Wiese gibt. So, das ist der eine Punkt. Die sind also nicht gefährlich. Zweiter Punkt, der auch interessanterweise erst in den letzten Jahren hochgekommen ist, die Wassernot. Wir brauchen ja Wasser dafür, fürs Fracken. Richtig. Man sagt ganz grob so pro Frack 500 Kubikmeter, das ist schon was. Oder für eine Bohrung mit 10 Fracks sind das dann 5000 Kubikmeter. Das ist so viel wie die Wasserfüllung eines Freibades oder ein, zwei Freibäder. Es ist nicht gar nichts. Und dann heißt es, okay, wir haben jetzt Dürrejahre gehabt und der Wasserspiegel sinkt überall und auch die Grundwasser. Wir können uns das nicht mehr leisten. Das Wasser ist nicht mehr da, was wir brauchen. Stimmt so nicht.
Denn man braucht zur Entnahme von Grundwasser aus der Tiefe eine Genehmigung von der Wasserbehörde. Und wenn das Wasser nicht da ist, wird die Genehmigung nicht erteilt. Und man holt sich das Wasser aus Flüssen. Ja. Wenn die Flüsse es nebenan nicht hergeben, fährt man ins Mündungsgebiet der Flüsse. Die entladen sich ja in die Nordsee bei uns überwiegend. Und da verteilt sich es eh mit mehr Wasser. Da ist es also egal. Da stört es keinen. Da nimmt man es keinem weg. Ja, das genau. Ist der eine Situation. Interessant ist aber auch, wir brauchen auch Wasser, Sie hatten es kurz mal angesprochen, für Elektrolyse. Ja. Und zwar Reinstwasser. Mhm. Und um ein Kilo H2 zu erzeugen, brauchen wir 10 Kilo Wasser. Und wir wollen eine Elektrolyseleistung in Deutschland aufbringen von 10 Gigawatt über Elektrolyse. Und man kann das schnell hochrechnen und stellt dann fest, dafür brauchen wir 8 Millionen Kubikmeter Wasser. Und da hat der deutsche Verein für das Gas- und Wasserfach und so weiter, traditioneller Verein, hat das kommen sehen und hat mal das durchgerechnet und gesagt, kein Problem, das haben wir. Denn es gibt andere Nutzer in Deutschland, die viel mehr Wasser brauchen. Und da haben wir diese 8 Millionen auch. Und wenn wir sie nicht haben, nehmen wir sie auch aus Flüssen und so weiter und so fort. Ich will damit nur sagen, das ist so ein typisches Beispiel wieder, wo man an den Haaren herzogen sich Argumente sucht gegen die eine Technologie. Ja. Und bei der anderen Technologie stimmen sie nicht. Bei der Elektrolyse ist derzeit was Gutes. Da können wir uns erlauben, 8 Millionen Kubikmeter Wasser aus den heimischen Ressourcen zu nutzen. Die haben wir nirgendwo wird es knapp. Ja. Aber die 100.000 Kubikmeter anderer Stelle, die wir vielleicht für 20 Fracking-Bohrungen bräuchten in Deutschland pro Jahr, mehr ist eh nicht drin, die haben wir nicht. Die wird als Sorge, als Problem gesehen. Und also es ist wirklich zum Haare ausreißen. Dieses Phänomen, dass das gleiche Problem, wenn es von den Guten kommt, sage ich mal, plötzlich kein Problem mehr ist. Und und da haben wir natürlich ein ganz merkwürdige Denke in Deutschland entwickelt, die ja auch fast in Deutschland einmalig ist. Also wenn man in andere Länder geht, die können das oft gar nicht nachvollziehen, warum wir da jetzt so diskutieren. Zumindest seltsam. Ja, zumindest seltsam. Haben Sie ein Gefühl, warum das hier in Deutschland so oft, sagen wir mal, so mit so einem Spannungsbeladen ist, wenn man sagt, wir müssen halt Energie gewinnen, wir müssen halt Erdgas gewinnen, wir müssen halt auch mal Wasser verbrauchen für bestimmte Prozesse, dann wird praktisch immer das Ding gestoppt, wenn es für die falsche Seite ist. Also, haben Sie eine Idee, was da uns unterscheidet? Naja, es ist wahrscheinlich ein Mosaik von Dingen. So einfach ist es auch nicht, ob man das wirklich an unsere Geschichte oder wie auch immer unsere Genese festmachen kann. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind mögliche politische Einflüsse ins Geschäft. Ja. Beim Fracking ist es eindeutig so, dass Russia Today früher über fast jede Bürgerinitiative berichtet hat oder Demonstration gegen Fracking, weil natürlich ein Interesse von Gazprom dahinter stand. Und dieses Interesse bestand zweifellos auch in der Politik. Das ist auch relativ gut aufgearbeitet worden. Inzwischen unser Altkanzler Gerhard Schröder, seine Verbindung zu Gazprom und bis zur Präsidentenwahl, die haben schon sehr dafür gesorgt, dass Nord Stream 2 gebaut wird. Erst Nord Stream 1, dann Nord Stream 2. Und natürlich ist der Bau von Nord Stream 2 eine Konkurrenz zu einer heimischen Förderung von Erdgas. Ja, klar. Und man wollte das. Übrigens auch große Teile der deutschen Industrie haben da mitgemacht und das gehört. Aber man hat dann schon auch nach Gründen gesucht, so bin ich mir ziemlich sicher inzwischen, warum man Fracking bei uns nicht haben will, eine heimische Förderung, sondern lieber Erdgas aus Russland nimmt, was ja dann zu dieser verheerenden Abhängigkeit von bei Erdgas zu 55% von Russland geführt hat. Also weit das eigentlich nach vernünftigen Denken heraus. 30% ist immer so das Limit, wo man sich zu 30% ist das Limit. Nein, es war Erdgas 55% und die Speicher hat man auch noch an Gazprom oder was verkauft. Und dieses ist nur politisch zu begründen und mit Verwinkelungen und Verbindungen von
bestimmten gewählten Politikerinnen und Politikern. Ja, es gab ja auch die Idee, dass man diese LNG-Terminals in Deutschland baut. Die Wahl ging, glaube ich, bis zur Genehmigung hoch. Und dann hat man aber irgendwie gesagt, wir wollen sie doch nicht bauen. Und da auch hier ist natürlich, wenn ich eine Pipeline baue von Russland her, gibt es natürlich auch Gründe zu sagen, nein, wir wollen nicht mal das Potenzial einer LNG-Terminals. Die meisten europäischen Länder, Spanien und so weiter, haben ja in großen Mengen LNG-Terminals. Ja. Das ist ja das Verblüffende. Also wie gesagt, wir sind in einer sehr speziellen Rolle, die politischen und Interessen. Es wurde immer wieder auch behauptet, die Amerikaner würden hier starken Einfluss nehmen, weil die natürlich Interesse haben, ihr Frackinggas zu verkaufen. Spüren Sie da was? Haben Sie da irgendwas was mitgekriegt? Nein. Ich meine, die haben Markt. Das ist der Markt. Ja, sie haben Markt. Der, ne, verkaufen wenn gerne, die eine Möglichkeit sehen, in den Markt zu kommen, dann machen sie das. Mhm. So wie unsere Unternehmen das ja auch machen. Mhm. Wie eben auch die Wirtschaft im großen Maßstab ja funktioniert. Aber ob darüber hinaus eine Einflussnahme stattfindet, auf welchem Kanal auch immer, das kann ich nicht beurteilen. Na gut, also wir werden es nicht auch diesmal wieder nicht lösen, das Energieproblem. Aber was wirklich für mich sehr interessant ist, dass man an mehreren Stellen sieht, dass, also wir haben jetzt dieses Fracking, das Verpressen von CO2 gehabt und so weiter, dass es ähnliche Technologien oder zum Beispiel das Verpressen des Methans ganz unterschiedlich betrachtet wird, wie es gerade politisch opportun ist. Das fand ich jetzt eigentlich sehr interessant. Das Dilemma, wenn ich das noch sagen darf, was ja auch große Teile der Umweltbewegung haben, wenn sie gegen heimisches Fracking sind. Ja. Wenn man denen jetzt sagt, und das lässt sich nachweisen, heimisches Fracking wäre gut fürs Klima, solange wir Erdgas brauchen. Nun gibt es die einen, die sagen, lieber gar keine fossilen mehr. Sofort morgen raus. Mhm. Ich weiß nicht, welches Chaos wir dann hätten bei uns in der Republik. Nee, das ist aber solange wir Erdgas brauchen, kann man wirklich auch allen Umweltverbänden nur sagen, wäre es das Beste, wenn wir es bei uns fördern. Mhm. Es würde natürlich ein paar Jahre dauern, bis wir es in der Förderung hätten. Aber ich verweise nur mal auf den Vertrag mit Katar, wo wir ja einen LNG-Vertrag haben, der ab 2026 bis 2041, 15 Jahre, glaube ich, haben wir uns festgelegt und freuen uns, dass wir in dieser Zeit 1 Milliarde Kubikmeter pro Jahr, muss erwähnen, immerhin von Katar bekommen. Auch wieder aus einem anderen Land, ja, was wir dann bezahlen müssen. Das ist natürlich der große Nachteil dabei. Ja, also ich glaube, wir haben hier die allerwichtigsten Aspekte angeguckt, nicht ganz abgeräumt wie immer, aber wir müssen das ja auch, man kann die Sachen nicht zu Ende diskutieren, aber ich empfehle sehr, Ihre Fachbeiträge zu lesen. Wir haben hier ein paar Links unten dran geheftet, wo wir da auch die Möglichkeit geben, dass man nochmal genau ins Detail reinguckt, was Sie da schreiben. Ich danke nochmal, Herr Kümpel, dass Sie herkommen sind und so fachkundig Auskunft gegeben haben. Vielen Dank, Herr Heindl. War interessant. Und den Zuschauern vielen Dank für Ihr Interesse. Und wie gesagt, wenn es gefallen hat, ein Like, ein Abo. Und dann gibt es weitere Beiträge zum Thema Energie in den Energiegesprächen.